Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem meiner bereisten Länder vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Indien. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch einzeln direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich euch hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm und den habe ich euch da oben noch einmal verlinkt. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und will sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen aus diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Wir beginnen mit meinen Tipps zur Anreise. Die Anreise geschieht nicht selten klassisch über den Flughafen Delhi im nördlichen Teil des Landes. Aber auch Bangalore, Mumbai oder Kochi sind unter den Destinationen vertreten, die man anfliegen kann. Nach Delhi oder Mumbai gibt es Direktflüge aus Deutschland, zum Beispiel mit Air India oder auch der Lufthansa. Die Preise schwanken im Bereich von 600 bis 1000 Euro. Wer stattdessen gewisse Fluglinien präferiert, besonders aus der Golfregion, wird auch Verbindungen über große Hubs wie Dubai, Abu Dhabi oder ähnlich finden. Die Anreise auf dem Landweg haben auch schon einige Backpacker und Blogger unternommen. Eventuell gestaltet sich das auch ein wenig mehr abenteuerlich. Zur Einreise ist neben dem Reisepass für deutsche Staatsbürger ein Visum nötig. Dieses ist vor Reiseantritt zu beantragen. Das geht auch online in Form eines E-Visas und kostet 80 Euro. Die Bezahlung per Kreditkarte ist möglich. Die Webskripte waren aber mit Stand meiner Reiseplanungsphase noch nicht so ausgereift. Man sollte also auch darauf achten, dass der Bezahlvorgang korrekt abgeschlossen ist. Eine Bezahlung kann auch erst beim x-ten Versuch klappen. Das bestätigte E-Visa ist in Form eines Ausdrucks vorzuhalten. Zwingend erforderlich sind vor allem die Ausdrucke des E-Visa-Antrags und vor allem der Bestätigung, die den Passus Granted enthalten muss. Diese wird neben dem Reisepass noch vor Abflug am Startflughafen auf Vorhandensein geprüft. Ein Ausdruck der Quittung, welche die erfolgte Zahlung bestätigt, kann sinnvoll sein. Vor Ort am Flughafen in Indien werden bei der Immigration folgende Dokumente vorgelegt: der Reisepass, das Flugticket des ankommenden Fluges, die Touristenkarte, wurde vorab im Flugzeug vorher verteilt, sowie eine Bestätigung des E-Visas. Der Schalterbeamte nimmt vom Einreisenden alle Fingerabdrücke und zusätzlich noch ein Foto. Dann achte man noch darauf, dass ein offizieller Stempel in den Pass eingetragen wird. Indien ist ein großes Land, das sich im Norden vom Himalaya bis zu den Subtropen herunterzieht. Hinzu kommt, dass Indien eines der bevölkerungsreichsten Länder der Erde ist. Bei 1,3 Milliarden Menschen ist man sozusagen nirgends allein. Leider ist die Schere zwischen Arm und Reich recht weit aufgeklappt. Das typische Stadtbild, zum Beispiel in den Staaten Rajasthan und Uttar Pradesh, ist daher nicht selten von ärmeren Verhältnissen geprägt. Mumbai kommt indes schon um einiges moderner als Großstadt daher und die Strände Goas vermitteln dann eher das touristische Ambiente. Am Tage und abends geht es in den Städten sehr chaotisch zu. Im Verkehr wird allseits gehupt. Der Lärmpegel erreicht nicht selten Werte von 60 bis 80 Dezibel. Auch in manchem Restaurant ist der Lärmpegel wegen lauter Musik nicht wirklich geringer. Indien ist generell ein sehr lautes Land. Gern wird offen gestikuliert oder auch diskutiert, auch zu Zeiten, an denen man eigentlich Ruhe erwarten würde. Man beachte, dass Indien aus vielen Bundesstaaten besteht, die alle einen gewissen eigenen Charakter haben. Hinzu kommen etwa 20 Landessprachen, weitere Dialekte und Teilvolksgruppen vereinen sich sozusagen hinter der Flagge Indiens. Immerhin sind der orientalische Charakter, die teils wild errichteten Bauwerke, das Schlendern über Basare und die Welt der Gerüche unter anderem bezeichnend für das Land. Zieht man die Größe des Landes und seinen Entwicklungsstand in Betracht, kann es also durchaus etwas dauern, um von A nach B zu kommen. Für eine Indienreise plane man daher also viel Zeit ein und packe den Reiseplan nicht gar so voll, denn es kann auch immer etwas Unvorhergesehenes dazwischen kommen. Die Inder sind aber Meister der Improvisation und Touristen gegenüber hilfsbereit. Der Inder an sich ist offen und unterhält sich gern mit seinen Landsleuten auf der Straße. Auch die Kommunikation über soziale Netzwerke ist beliebt. Dem Hörensagen glaubt der Inder tendenziell einer WhatsApp-Nachricht mehr als den Meldungen der Tageszeitung. Das Phänomen, dass Inder auch kaum Privatsphäre kennen, lässt sich besonders im Norden bestätigen. Sie rücken einem im dichten Gewimmel gern auf die Pelle, was für Europäer eher ungewohnt ist.
Auffällig ist auch, dass das öffentliche Leben sehr vom männlichen Inder geprägt ist. Man ist sich auch nicht scheu, Besucher anzusprechen. Als Europäer fällt man natürlich allein schon wegen der hellen Hautfarbe auf. So wird man nicht selten angestarrt. Man bedenke aber, dass vielleicht auch das Leute sind, die von Dörfern kommen und bis dato noch nie einen Besucher gesehen haben. Dass daher mancher Inder gern ein Selfie mit sich und dem Weißen machen möchte, ist normal. Es wird einem aber auch nicht unbedingt übel genommen, diesen Wunsch abzulehnen. Generell wird man oft wie folgt angesprochen. Tuk Tuk, Taxi, hey, nice cap, where you wanna go? Go left side for more shops. Auffällig sind mir auch einige Falschaussagen im Gedächtnis geblieben. In Delhi wurde mir auf dem Weg zur Freitagsmoschee gesagt, ich solle nach links gehen, obwohl das Navi nachweislich mitteilte, nach rechts zu gehen. Scamming-Versuche kommen leider durchaus oft vor. Eine Masche ist zum Beispiel, dass Tuk-Tuk-Fahrer einem mitteilen, das reservierte Hotel sei abgebrannt oder man könne dort in eine Straße nicht hineinfahren, aber natürlich kenne man eine bessere Bleibe. In Delhi wurde ich auch angesprochen à la, hey, ich habe dich vor deinem Hotel gesehen, mein Bruder arbeitet da, soll ich dich nach XY fahren, ich kenne da ein gutes Touristenbüro. Von diesen Touristenbüros, fast alle inoffiziell, gibt es auch relativ viele in Neu-Delhi, hier trifft man aber meist auf eher überteuerte Angebote. Durch die Längenausdehnung Indiens bestehen mehrere Klimazonen. Während in den nördlichen Höhenlagen geringere Temperaturen erreicht werden, kann es im Sommer in den übrigen Landesteilen nicht selten bis zu 40 Grad heiß werden. Zur Jahresmitte herrscht zudem die Monsunzeit. Eine gute Reisezeit für Europäer ist daher die Zeit um die Jahreswende, die Temperaturen sind dann erträglich. In Rajasthan kann es im Dezember morgens mit 8 Grad auch einmal sehr frisch sein. Speziell zu Varanasi ist die Nähe zum beginnenden Himalaya-Gebirge anzumerken. Hier kann sich im indischen Winter zu großen Teilen am Tage auch dicker Nebel in der Luft halten. Im öffentlichen Leben und auf der Straße wird ausschließlich mit Bargeld gearbeitet. Landeswährung ist die indische Rupie, abgekürzt INR. In besseren Hotels und auch touristischen Restaurants kann man oft mit Kreditkarte zahlen, sofern das Kartenterminal funktioniert. Bankautomaten heißen ATMs. Diese sind aber nicht an jeder Straßenecke zu finden und man sollte schon etwas genauer wissen, wo man eine Bank of India, SBC oder ähnliche Anbieter trifft. Fällt die Möglichkeit zur Kreditkartenzahlung großflächiger aus, bilden sich vor ATMs auch gern mal lange Schlangen mit einer Wartezeit von durchaus einer Stunde. So empfiehlt es sich, sogleich eine größere Geldmenge direkt am Flughafen aus dem Automaten zu ziehen. Für umgerechnet 100 Euro, sagen wir, das sind so in etwa 9000 Rupien, kommt man für übliche Bezahlaktionen gegebenenfalls schon 2 bis 3 Wochen aus, da das Preisniveau niedrig ist. Achtung, es kann auch vorkommen, dass die Regierung bzw. die Polizei das Internet für Stunden oder Tage abschalten lässt, um in Phasen politischer Neuregelungen Demonstrationen zu verhindern. Viele ATMs spucken dann kein Geld aus und Kartenzahlung ist dann gegebenenfalls nicht möglich. In manchen Situationen kann es sinnvoll sein, mit 2 Portemonnaies zu arbeiten. Im versteckten Inneren trägt man größere Geldbeträge und auch die Kreditkarte. Im üblichen Portemonnaie hält man dann nur kleinere Geldbeträge vor. Das Internet ist in Indien recht präsent. Generell sieht man viele Inder mit dem Smartphone hantieren. Sehr zu empfehlen ist es, sogleich am Flughafen eine SIM-Karte zu kaufen. Ein Schalter der Firma Airtel ist sogleich in der Vorhalle des Flughafens Delhi anzutreffen. Achtung, als ankommender Reisender kann man zwar Schritt für Schritt aus den Abfertigungshallen des Flughafens rausgehen, aus Sicherheitsgründen kommt man aber nur wieder mit Flugticket rein. Also in jeder Halle nochmal schnell checken, ob man nicht noch irgendwelche Services benötigt. Der Netzprovider verlangt ein Foto vom Kunden, entweder man bringt ein Passfoto mit oder der Schalterbedienstete fertigt eines mit dem Smartphone. Man unterschreibt noch einen Wisch und ein paar Stunden später ist die Karte dann aktiviert. Die Netzabdeckung hat sogar entlang der Zugstrecken meist Vollanschlag. Abschnittsweise zwar nur Edge, sonst aber oft 4G oder seltener 3G. Allerdings ist die Konnektivität nicht sonderlich schnell oder auch manchmal nicht gegeben. Dem User stehen 1,5 GB pro Tag zur Verfügung. Die Karte gilt 56 Tage lang. In den Hotels ist Internet meist inklusive und hinreichend schnell. Gegen Abend kann es aber auch mal langsamer sein. Dort ist es dann stets auch durch ein Passwort gesichert. Man sollte auch darauf achten, dass in manchen größeren Städten das Internet für Stunden oder gar Tage abgeschaltet werden kann, wenn politische größere Aktionen im Gange sind, so erlebt in Accra. Laut deutschen Zeitungsberichten kommen diese Abschaltungen im Jahr bis zu 150 Mal vor. Für Indien sollte man über das Thema Foto, Video, Drohne mal ein paar Worte verlieren. Grundsätzlich laufen viele Inder mit ihrem Smartphone in der Hand herum und machen damit viele Fotos, auch gerne Selfies mit Ausländern.
Gefühlt kann aber auch eine kleinere DSLM-Kamera an vielen Orten schon recht dick auftragen. Stative sind an vielen Sehenswürdigkeiten ohnehin verboten oder manchmal ist auch entsprechend nichts beschildert, dann wird man einfach per Trillerpfeife zurückgepfiffen. An vielen indischen Flughäfen herrscht ebenfalls Fotografierverbot, weil die Flughäfen teilweise auch militärisch genutzt werden, zum Beispiel der Airport von Goa und Varanasi. Entsprechende Aufpasser in Militärkleidung laufen in guter Anzahl herum. Am Taj Mahal kann nur eine kleinere DSLM-Kamera mit auf das Gelände genommen werden. In Varanasi am Manikarnika Ghat, der bekannten Kremationsstätte, sind jegliche Aufnahmen auch verboten. Hier gibt es keine entsprechende Beschilderung. Wenn man Glück hat, wird man von einem Einheimischen vorab auf das Verbot hingewiesen. Es gibt aber auch viele nicht als solche zu erkennende Aufpasser. Drohnen bleiben am besten zu Hause. Laut einer bekannten Webseite mit Stand Ende 2019 haben Ausländer ohnehin keine legale Chance, einen Quadcopter zu fliegen. Außerdem ist man de facto nirgends allein, sodass stets jemand an einem Flug Anstoß nehmen könnte. Auch wichtig, bei Beantragung des E-Visas hat man versichert, nur als Tourist und nicht als Journalist ins Land einzureisen. An manchen Orten sollte man also überdenken, ob man in eine Kamera spricht oder Leute vor die Kamera holt. Indien hat eine etwas bizarre Steckdosennorm. Mischformen bzw. Zweinormen treten durchaus in einem einzigen Hotelraum auf. Um es mal so zu formulieren, ohne Adapter war bisher immer mindestens eine Steckdose vorhanden, in welche unsere Schuko-Stecker direkt hineinpassten. Das Netz ist je nachdem hinreichend stabil. Mehrere Stromausfälle kurzer Dauer am Tage habe ich in Delhi, Agra, Varanasi und Anjuna Beach in Goa erlebt. Viele Hotels und Restaurants betreiben für die Ausfälle extra ihre eigenen Stromgeneratoren. Was das Thema Einkaufen angeht, ist in Indien das Bazar- oder Kioskgeschehen gefühlt überwogen. Convenience-Shops à la 7-Eleven gibt es hier nicht. Supermärkte im europäischen Sinne sind selten zu finden und wenn, dann heißen sie zum Beispiel Wholesale Store. Stattdessen gibt es unzählige Betreiber kleiner Läden und Kioske, die ein Warenangebot aus diversen Bereichen anbieten, zum Beispiel auch Trinkwasserflaschen. In Großstädten gibt es vereinzelt in besser situierten Stadtteilen auch Malls und internationale Markenketten. Das typische Bild Indiens in dieser Hinsicht spielt sich aber nicht selten auf einem Bazar ab. Eine teils schmale Straße ist dabei gesäumt von Shops, dicht an dicht, alles läuft durcheinander und dazu drängen gern noch Fahrzeuge hindurch. In Indien herrscht Linksverkehr, sozusagen ohne Regeln. Die Zustände auf den Straßen sind wie in Asien üblich aus europäischer Sicht chaotisch, jedoch meiner Meinung nach in Indien noch eine Stufe krasser. Während ich unter anderem in Malaysia, Indonesien, Kambodscha, auch Peru Auto gefahren bin, würde ich hier eher davon Abstand nehmen, sich motorisiert im PKW in den Verkehr zu wagen. Wer es dennoch wagen will, sollte es vielleicht am ehesten im Bundesstaat Goa versuchen. Hier ist das Verkehrsaufkommen marginal moderater. Im Gegensatz zu den anderen asiatischen Ländern, wo man umflossen wird, halten die Verkehrsteilnehmer hier kamikaze-ähnlich drauf zu. Fahrzeugtuschierungen kommen besonders im dicht besiedelten Norden vor. Viele Fahrzeuge haben Kratzer und Schrammen. Als Fußgänger, Achtung, man ist hier definitiv der schwächste Verkehrsteilnehmer. Diese Fahrweise geht meiner Meinung nach einher mit der Mentalität der Menschen. Auch in Shops beim Bezahlen drängeln sich die Inder vor, wo es nur geht. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das spiegelt sich auch im Verkehr wider. Dann gibt es natürlich noch all die anderen Faktoren. Hunde und besonders Kühe laufen frei herum. Funktionierende Ampeln gibt es zwar in Mumbai, im nördlichen Indien jedoch kaum. Und wenn, sind sie meist abgeschaltet. Dazu schlechte Straßenqualität oder tiefe Wassergräben, welche beim Überfahren aufs Material gehen. Über die Straßen geht sozusagen alles drüber. Menschen, Tiere, Tuk-Tuks, Motorroller, LKWs, alles. Besonders gegen Abend wird der Verkehr dann noch einmal dichter und nicht selten ist dann alles völlig verstopft. Selbstverständlich gehört die Hupe zur wichtigsten Einrichtung am Fahrzeug. Sie wird meist dazu verwendet, den Weg frei zu blasen oder anderen Verkehrsteilnehmern die eigene Präsenz anzuzeigen, weil vorausfahrende Fahrzeuge ja unvermittelt rüberziehen könnten. Tankstellen heißen hier übrigens Indian Oil, Bharat Petroleum oder HP. Benzin kostet mit Stand Ende 2019 ca. 68,49 Rupien, also ungefähr umgerechnet 85 Euro Cent der Liter. An der Zapfsäule wird man bedient. Während man im Auto sitzen bleiben kann, wird das Betanken vom Bediensteten vorgenommen.
In diesem Punkt schauen wir uns nochmal speziell die Mobilität an. Für größere Strecken empfiehlt es sich unter anderem, den Zug zu nutzen. Zwar braucht man zum Beispiel für 924 Kilometer von Neu-Delhi nach Jaisalmer bis zu 18 Stunden, das ist neben dem Flugzeug aber auch die vergleichsweise sicherste und schnellste Art. Viele Strecken kann man auch mit Überlandbussen bewältigen. Von Busunfällen hört man aber vergleichsweise oft. Die einfachste Form innerorts ist, einfach durch Laufen von A nach B zu kommen, und erstaunlicherweise ist man manchmal gar nicht so sehr viel langsamer als der nebenfließende Verkehr in Stoßzeiten. Weiterhin gibt es in den Städten natürlich die Möglichkeit, Tuk-Tuks, Fahrradrischkas oder Taxis, die sogenannten Cabs, zu nutzen. Interessanterweise müssen Taxifahrer mit Fahrgästen ein Hemd tragen. Sobald mancher Fahrer größere Städte oder ja, Straßen erreichen, halten sie kurz vorher an und ziehen sich dann fix ein ebensolches an, um gegebenenfalls nach eigenen Aussagen Schmiergeld bei dubiosen Beamten zu umgehen. Speziell in größeren Ortschaften kann man auch auf den Fahrdienstvermittler Uber zurückgreifen. Hier entfällt das Aushandeln des Preises, weil über die App der Preis schon von vornherein feststeht. Allerdings besteht dieses Angebot nicht überall. Die deutsche App-Version scheint in Indien, so wie ich das mitbekommen habe, zu versagen, da man hier keine Barzahlungsmöglichkeit auswählen kann. Für längere Strecken lohnt sich gegebenenfalls auch eine Flugverbindung. Neben Air India gibt es zum Beispiel IndiGo oder SpiceJet als Billigfluggesellschaften. Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen macht es auch stets Sinn, das Flugticket selbst in die Personenkontrolle mit reinzunehmen, weil es vom Sicherheitspersonal abgestempelt wird, sobald man geprüft wurde. Bei Inlandsflügen ist im Übrigen mit deutlicher Verspätung im Bereich von 1 bis zu 5 Stunden durchaus zu rechnen. Das Eisenbahnnetz in Indien ist von seiner Dimension her groß angelegt. Der gefahrene Geschwindigkeitsbereich geht von 30 km/h bis 110 km/h, was nicht selten eine mittlere Geschwindigkeit von etwa 50 km/h bedeutet. Zu den wichtigsten Orten kommt man aber recht gut hin. Die Buchung gelingt mit Stand August 2019 auch direkt auf der Webseite der indischen Eisenbahngesellschaft IRCTC. Man muss sich dafür einen Account anlegen und diesen initial mit einem SMS-Freischaltcode aktivieren. Geduld ist hier angesagt, denn es kann sein, dass das nicht gleich beim ersten Mal klappt. Auch hatte die Webseite mit Stand 8/2019 einen Skriptfehler. So war kein Anlegen des Accounts möglich, sofern man unverheiratet Single angeklickt hat. Klickt man verheiratet an, konnte man den Account endlich anlegen. Bis zu 6 Tickets können im Vorfeld gebucht werden. Frühzeitige Buchungen bis zu 3 Monate im Voraus sind durchaus zu empfehlen. Über die IRCTC-Webseite kann man auch einfach mal durchspielen, von wo nach wo man überhaupt zu welchen Zeiten fahren kann. Über die Bahnhofskürzel lassen sich die entsprechenden Bahnhöfe auch leichter identifizieren. Achtung, die Neu-Delhi hat 2, nämlich die New Delhi Railway Station, kurz NDLS, oder die Old Delhi Railway Station, hier lautet der Code DLS. Man kann Tickets auch vor Ort buchen, auch wenn die Züge für gewöhnlich schnell ausgebucht sein können. Für Touristen werden sogenannte Touristenquota vorgehalten. Meist gibt es am Bahnhof entsprechende Schalter für Touris oder man geht oft in der Tickethalle einen Stockwerk höher, um das Ticket dann dort kurzfristig zu buchen. Am Bahnhof gilt es dann, den Zug ausfindig zu machen. An den Endbahnhöfen steht der Zug gegebenenfalls schon eine Stunde vorher und man kann in Ruhe einsteigen. Einige Bahnhöfe haben in der Vorhalle oder am Bahnsteig nur kleine digitale Anzeigetafeln mit der Zugnummer, dem Zugnamen, der Fahrtrichtung und der Gleisnummer. Bei manchen Bahnhöfen gibt es digitale Wagenstandsanzeiger, die im Wechsel zum Beispiel 19660 die Zugnummer A1, der Wagentyp, angeben. Bei der Old Delhi Railway Station gibt es keine Anzeigetafel, welcher Zug von welchem Gleis abfährt. Ein Tipp ist immer, zum Beispiel die Webseite indiarailinfo.com zu konsultieren. Hier gibt man den Zug von A nach B ein, klickt auf den Zugnamen und die Zugnummer und es öffnet sich eine Tabelle, von welchem Gleis der Zug abfährt. Am Bahnhof sollte man sofern möglich diese Angabe nochmals verifizieren. Weiter unten auf der Webseite wird dann gegebenenfalls auch die Zugreihung der einzelnen Klassen angezeigt. Apropos Klassen. Die etwas besseren heißen AC First Class, AC Two Tier, AC Three Tier. Es handelt sich um klimatisierte Waggons mit umklappbaren Liegen. Tagsüber sitzt man darauf, abends sind die Inder dann schnell im Bett verschwunden. Die vergleichsweise teure First Class, seltener in der Zugreihung vorhanden, hat ein Privatabteil. Two-Tier bedeutet 2 Betten übereinander, Three-Tier bedeutet 3 Betten übereinander, also eine Sechserkammer. Bei der Two-Tier gibt es Vorhänge, sodass man durchaus etwas Privatsphäre hat.
Die Fenster sind bei allen AC-Wagen fest verschlossen, sodass keine fliegenden Händler an Bahnhöfen etwas von draußen hinein verkaufen können. Für Touristen wird oft die AC2-Tier empfohlen. Die AC-Wagen basieren auf Reservierung. Man muss also keine Angst haben, am oder auf dem Zug zu reisen. Es kann sinnvoll sein, das obere Bett zu buchen. Auf dem unteren, auf dem man eigentlich schlafen möchte, setzen sich die Inder gern noch zum Schwatzen hin. Oben hat man seine Ruhe. Weiterhin gibt es noch die Sleeper Class. Das ist dann ein Schlafwagen für die eher nicht so gut situierte Bevölkerung mit offenen Fenstern. Backpacker buchen das gerne mal, um Indien noch intensiver zu erleben. Außerdem gibt es noch Chair Cars, die ausschließlich Sitzbestuhlung haben. Das kann zum Beispiel für eine Kurzstrecke von Delhi nach Agra interessant sein. Kurz nach Fahrtantritt prüft ein Schaffner das Abteil. Man wird einfach nach dem Namen gefragt und mit einer Liste abgeglichen. Tagsüber gibt es auch Verpflegung im Zug. Diverse Leute laufen mit Chai-Tee oder Snacks durch und man kann ein Frühstück, Mittag oder Abendessen bestellen. Was die Pünktlichkeit angeht, so hat man weniger Probleme, wenn man an einem Endbahnhof einer Strecke zusteigt oder einsteigt, besser gesagt. Nämlich wenn man mittendrin zusteigt und da passt's, dann kann es sein, dass ein Zug gerne mal 30 Minuten oder eine Stunde oder gar noch viel länger Verspätung hat. Mein Nachtzug von Agra Kant, der Code lautet hier AGC, nach Varanasi, BSB, ist sogar komplett ausgefallen. Ausfälle können zum Beispiel zur Jahreswende vorkommen, wenn das Wetter in der Nacht zu neblig ist. Übrigens, alle meine Zugstrecken haben insgesamt nur 90 Euro gekostet. Die indische Küche teilt sich gern in Veg für vegetarisch und Non-Veg, nicht vegetarisch. Kühe sind in Indien heilige Tiere und gehören nicht zur Speisekarte. Im Fall von Non-Veg wird viel mit Hähnchen- oder Hammelfleisch gearbeitet. Die indische Küche arbeitet auch gern mit Curry und Scharfmachern verschiedener Arten. Diese scharfmachenden Gewürze sind nicht selten in den ersten Tagen einer Indienreise etwas unbekömmlich für europäische Mägen und bedürfen einer gewissen Eingewöhnungszeit. Als typische Gerichte kennt man als Deutscher folglich zum Beispiel ein Butter Chicken, Chicken Tikka Masala, ein Thali, Dosa oder diverse Teigwaren wie das Naanbrot oder Roti. Gelegenheit zum Speisen besteht in diversen Restaurants an vielen Orten, in den Städten oder auch direkt an der Straße. Als Tipp sollte man hier vielleicht beherzigen, dort zu speisen, wo auch die Einheimischen essen. Dann ist es eher genießbar. Auch hat man die Chance, selbst zu bewerten, welche gegebenenfalls hygienischen Zustände in der Küche herrschen. Das Preisniveau ist niedrig, ein Butter Chicken kann man durchaus schon für 250 Rupien bekommen. Internationale Fastfood-Ketten sind präsent. Ein typisches Hamburger-Menü ist mit Stand Ende 2019 für umgerechnet etwa 3,70 Euro zu haben. Hotels gibt es in ausreichender Anzahl an den interessanten Orten. Ihre Preisspanne reicht vom untersten einstelligen Euro-Bereich bis zum dreistelligen Euro-Bereich. Man kann also extremst preiswert nächtigen, sofern man das möchte, muss aber dann auch teilweise größere Abstriche in puncto Komfort, Sauberkeit, Hygiene in Kauf nehmen. Man bekommt sozusagen das, für was man bezahlt. Ich habe immer Räume für mindestens 20 Euro die Nacht präferiert. Für 80 Euro die Nacht logiert man aber schon sehr nobel. Die meisten besseren Hotels akzeptieren Kreditkartenzahlung, sofern das Terminal funktioniert. Bezahlt wird üblicherweise bei Checkout. Um Probleme mit nicht funktionierenden Kreditkartenterminals zu umgehen, ist es auch immer ratsam, eine Bleibe über das Internet zu buchen und auch darüber sogleich zu bezahlen. Am besten natürlich auch noch über die hinterlegte Kreditkarte. Dann fallen nämlich auch keine 1% Auslandsgebühren an. WLAN ist meist inklusive. Nicht alle Hotels bieten das Frühstück inklusive an, viele haben aber ein eigenes Restaurant. Die offizielle Checkout-Zeit variiert im Bereich von 10 bis 12 Uhr. Auf Nachfrage kann man manchmal auch schon viel früher einchecken oder viel später auschecken. Das ist sehr nett für Bahnreisende. In manchen Hotels funktioniert das Warmwasser nicht oder wird auch gegebenenfalls zeitlich eingeschränkt. Die Schere zwischen Arm und Reich ist in Indien leider weit geöffnet. So sollte man im öffentlichen Raum seinen Reichtum nicht sonderlich zur Schau stellen. Dennoch, auch in Indien ist das Smartphone, teils hochwertige Geräte, in der breiten Masse der Bevölkerung angekommen und viele Inder fotografieren damit oder daddeln darauf öffentlich herum. An touristischen Orten sieht man zudem Leute mit hochwertigen Kameras herumlaufen, zum Beispiel Taj Mahal oder dem Flussufer des Ganges. Abseits dieser Orte packt man hochwertige Kameras aber auch schnell gern wieder in die Tasche zurück. Aufpassen sollte man stets im dichteren Getümmel. Hier kann es vorkommen, dass man Opfer eines Taschendiebstahls wird. Wenn man etwas in den Hosenkippen hat, immer eine sichernde Hand innebehalten. Es kann auch sinnvoll sein, den Rucksack abschnittsweise auf dem Bauch und nicht auf dem Rücken zu tragen. Einheimische in Rajasthan sagen besonders den Städten Agra und Varanasi nach, dass sich dort Langfinger tummeln können.
wurde mir zumindest so von den Einheimischen gesagt. Wenn man auf Züge wartet, sollte man dies entweder am Bahnhof, im Warteraum machen oder vielleicht sogar auch am Bahnsteig. Vor dem Bahnhof tummelt sich manchmal so ein bisschen mehr Xox herum. In puncto Sicherheit muss man auch den Verkehr ansprechen. So erlebt in Varanasi und Mumbai haben die Taxifahrer einem schon fast verboten, sich anzuschnallen. Es ist sicher hier, so die Aussage. Das mag man als Deutscher aber nun selbst bewerten. Generell läuft der indische Verkehr im Gegensatz zu demjenigen in Südostasien anders. Die Fahrer halten auf Fußgänger förmlich drauf zu und auch auf schwächere und kleinere Fahrzeuge. Deshalb sieht man im dichter besiedelten Norden Indiens sehr viele Fahrzeuge mit Dellen und Schrammen. In Indien kommt es also häufig zu Tuschierungen. Als Fußgänger muss man sich deshalb stets umsichtig bewegen, gegebenenfalls abrupt stehen bleiben und auch auf den Boden schauen, um nicht plötzlich irgendwo reinzutreten oder in einer Bürgersteigspalte hängen zu bleiben. Manche Betonplatten über Wassergräben sehen auch nicht so besonders stabil aus. Das Thema Gesundbleiben in Indien wird vielerorts gern diskutiert. Besonders der dicht besiedelte Norden hat vielerorts leider ein gewisses Hygieneproblem. Das hat viele Gründe. Es gibt nur wenig öffentliche Toiletten. In Rajasthan gibt es an manchen Orten auch nur Latrinen. Zwischen parkenden Autos riecht es auch nicht selten nach Pipi. Wenn es Toiletten gibt, dann meist ohne Klopapier und mit Schöpfkelle. Auch in besseren Hotels wird Klopapier nur sehr sparsam gereicht. Man möge entsprechend Vorrat mitbringen. Im öffentlichen Raum ziehen viele Inder die Nase hoch und spucken allen Ortens auf die Straße, was man hier Spitting nennt. Wenigstens findet man an Bahnhöfen Schilder mit Don't Spit. Kühe sind hier heilig und laufen auf den Straßen frei herum. Ihre Hinterlassenschaften landen auf der Straße und werden durch den Verkehr manchmal breitflächig verteilt. Schuhe sollte man daher vor dem Hotelzimmer oder wenigstens an der Tür stets ausziehen, um nicht alles im Zimmer hineinzutragen. Der staubige Straßendreck dringt nicht selten durch das Schuhwerk und durch die Socken auf die Haut bis unter die Fußnägel. Beim Wasser aus dem Wasserhahn sollte man möglicherweise davon ausgehen, dass es verunreinigt ist. Zum Waschen vielleicht noch okay, aber nicht zum Zähneputzen verwenden. Deshalb zum Zähneputzen oder auch zum Auswaschen der Augen am Morgen stets abgefülltes Trinkwasser aus der Flasche verwenden. Wenn man Wasserflaschen beim Straßenhändler kauft, reinigt man diese idealerweise zunächst, bevor man aus ihnen trinkt. Wer weiß, durch welche Hände die Flaschen gegangen sind oder wie lange sie schon im Dreck am Straßenrand standen. In größeren Städten herrscht eine sehr hohe Feinstaubbelastung vor. Mit einer Mund-Nasenschutz- oder Atemschutzmaske kann man den Fakt lindern, gegen Abend vielleicht nicht unbedingt graue Brocken aus der Nase rauszuholen. In Varanasi ist die Bevölkerung auch teils sehr arm. Mir fiel eine alte Frau auf, die bei nur 8 Grad am Straßenrand Gummi verbrannt hat, um sich daran die Hände zu wärmen. Die giftigen Dampfschwaden sollte man natürlich nicht einatmen, wenn man daran vorbeigehen muss. Vorsicht ist auch beim Essen geboten. Straßenküchen zu probieren ist verlockend. Hier sollte man mindestens darauf achten, dass das Essen gut gekocht oder auf offener Flamme zubereitet wurde. Wenn man Streetfood probiert, dann am besten Stände, wo viele Einheimische auch essen. Auch in besseren Restaurants kann man auf verunreinigte Speisen treffen. Man weiß ja nie so richtig, wie es in der Küche aussieht. Ins Reisegepäck gehört also auf jeden Fall noch etwas gegen Durchfall oder sonstige Magenprobleme. In Varanasi am Ganges laufen viele fliegende Händler herum, die Chai-Tee verkaufen, auch mit Zitronengeschmack. Man weiß ohnehin schon nicht, woher sie das Wasser zum Tee nehmen. Hinzu kommt, dass sie eben mit einer Hand noch das Zitronenstück angefasst haben, um den Aufguss entsprechend zu korrigieren, und im nächsten Augenblick fassen sie dann damit noch Geldscheine an. Durch die Offenheit der Inder, man wird ja oft angesprochen, wollen sie einen grüßen und die Hand geben. Ein Tipp könnte es vielleicht auch manchmal sein, diese freundliche Geste zu verneinen und dann auf Englisch zu sagen, I have problems with diseases. Falls das nicht klappt, empfiehlt es sich, hier noch eine Flasche Desinfektionsmittel und zusätzlich Desinfektionstücher einzupacken. Auch wenn man Geld angefasst hat, Hände reinigen, desinfizieren, besonders vor dem Essen. Die Ankunft in Indien erfolgt nicht selten über den Flughafen Neu-Delhi. Der IATA-Code lautet DEL. Der Flughafen liegt ein paar Kilometer südwestlich des Stadtzentrums. Nach der Ankunft sollte man sich nicht in die offenen Arme der wartenden Taxifahrer begeben, preislich wird man recht sicher abgezockt. Stattdessen bestellt man sich ein Uber, nutzt den Prepaid-Taxistand oder fährt einfach mit der Metro. Den Metro-Ticketautomat im Außenbereich des Terminals sollte man auch nicht unbedingt verwenden, weil man hier von einigen Leuten möglicherweise belagert werden kann. Man geht einfach zum Metro-Eingang, nach einer Rolltreppe gibt es einen Schalter zum Bezahlen.
Bei der Metro ist es generell üblich, dass man durch eine Sicherheitskontrolle durch muss, bestehend aus Röntgengerät für das Gepäck und Personenkontrolle per Metalldetektor. Die Metro ist relativ sauber und die wichtigsten Sachen lassen sich in Verbindung mit etwas Fußweg durchaus anpeilen. Eine Smartcard oder ähnliches ist nicht zwangsweise erforderlich, einzelne Tokens kosten meist nur so 10 bis 50 Rupien. Vom Flughafen aus endet der Airport Link direkt an der New Delhi Railway Station. Viele Reisende steigen hier sogleich im anliegenden Stadtteil Paganj ab. Es gibt sehr viele preiswerte Bleiben auf engem Raum und man kann ohne weitere Ground Transportation hinlaufen. Es ist nicht der schickeste Stadtteil und mancherorts tummeln sich viele Scammer hier, um Touristen so ein bisschen abzuzocken. Einheimische empfehlen eher im südlichen Teil Delhis in Hotels unterzukommen, was von besserer Qualität geprägt sein soll. In Sachen Sehenswürdigkeiten besuche man die Freitagsmoschee vormittags, am Nachmittag ist Gebetszeit. Beim Red Fort gibt es zwei Eingänge, am nördlichen kann man nur über einen QR-Code am Handy per Kreditkarte zahlen. Am 500 Meter südlicheren Eingang kann man auch in Bar bezahlen, das Gelände aber nicht betreten, das heißt man muss wieder zurücklaufen. Auch wenn das Anwesen von außen nett aussieht, von innen ist es nicht ganz so spannend, meine persönliche Meinung. Achtung, viele Städte, zum Beispiel der Lotus-Tempel, haben am Montag geschlossen. Ein weiterer Tipp ist, auf Angebote oder Informationen von Leuten auf der Straße nicht unbedingt einzugehen oder extrem misstrauisch zu sein. Ein Passant wollte mich auf dem Weg zur Freitagsmoschee nach links schicken, das Navi sagte mir aber nachweislich, dass sie rechts liegt. Man lasse sich auch von keinem zu irgendwelchen Touristenbüros schicken, die nur überhöhte Preise anbieten. Bleibt noch abschließend darauf hinzuweisen, dass das Tragen einer Atemschutzmaske angebracht sein kann. Delhi ist eine Stadt mit der wahrscheinlich schlechtesten Luft überhaupt. Ganztags ist es neblig trüb und was man am Abend aus dem Nasenfilter herausholt, ist nicht selten grau. Das weltbekannte Taj Mahal befindet sich in der Stadt Agra, Luftlinie etwa 170 Kilometer südlich von Neu-Delhi entfernt. Es liegt am Yamuna-Fluss in einer groß angelegten Parkanlage. Zur Besichtigung gibt es einige Regeln zu beachten. In den Park mit reinnehmen darf man nur eine Wasserflasche, eine kompakte Kamera, ein Smartphone, Babynahrung und eine Damenhandtasche. Verboten sind Feuerzeuge, Streichhölzer, Zigaretten, Waffen jeglicher Art, Drohnen, Alkohol, Megafone und Rucksäcke. Das Drohnenverbot mit der Ordernummer 3155-OSD gilt seit dem 20. Februar 2017. Beim Verstoß wird der Betreiber und auch das Hotelmanagement zur Rechenschaft gezogen, in welchem der Gast untergebracht ist bzw. war. Als Ausländer bezahlt man einen höheren Eintrittspreis als die Inder. Es gibt zwei Staffelungen, einmal nur das Taj Mahal von außen und wenn man es auch von innen sehen will, muss man noch einmal ein paar Rupien drauflegen. Dafür bekommt man am Eingang Schuhüberzieher, die im Mausoleum selbst getragen werden müssen und man bekommt auch noch eine Wasserflasche in die Hand gedrückt. Zeitlich sollte man für den Besuch mindestens 2 Stunden einplanen, bis man alles entspannt abgelaufen hat. Das Ticket hat eine Gültigkeit von 3 Stunden. Wenn man durch das Main Gate kommt, kommt man an ein Geländer, von wo aus man das typische Bild des Taj Mahals machen kann, mit der Parkanlage davor. Rechts neben der Anlage des Taj Mahals führt auch eine kleine Straße direkt zum Fluss. Man kommt an ein Tor, welches jedoch offen steht und dahinter sind Parkbänke vorhanden. Selbst an dieser Stelle ist das Verwenden von Stativen verboten. Zumindest wurde ich von einem Herrn irgendwie zurückgepfiffen. Hier ist es deutlich ruhiger und man kann noch einmal nette Fotos gegen die Abendsonne machen. Allerdings stört der Stacheldraht um das Gelände des Taj Mahals natürlich etwas. Alternativ kann man zum Beispiel auch per Tuk-Tuk oder Taxi auf die andere Seite des Flusses fahren und von dort Aufnahmen zum Sonnenuntergang machen. Der Weg dorthin ist allerdings 5 bis 7 Kilometer lang und zu weit zum Laufen. Viele Leute besuchen das Taj Mahal auch gern zum Sonnenaufgang, weil der Park dann noch nicht so von Menschenmassen überlaufen ist. In der Tat ist es frühmorgens leerer als gegen Spätvormittag. Zur Zeit der Jahreswende muss man allerdings mit Nebel und Smog rechnen und dann werden Fotos vom bekannten Spot gleich hinter dem Main Gate doch etwas dunstig. Gegebenenfalls dann die 3 Stunden Ticketdauer ausnutzen in der Hoffnung, dass sich der Nebel aufklärt. Das waren in Kürze meine Tipps für das Land Indien. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge schon anders empfunden habt.
dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht aber auch nach unten zu geben. Das möchte ich aber euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr nicht verpasst, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.